2000 Jahre später. Cut. Professioneller Start ins neue... Digga, ich bin professionell! Professioneller Start ins neue Projekt Super Mario Odyssey auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen. Ich bin der Günther und komme aus der Dönerbude. Und ohne Vorrede, los geht's. Na danke. Ich habe halt noch nie ein 3D Mario auf meinem Kanal gebracht. Das Spiel ist jetzt seit heute raus, also... Und wenn du synchronisieren willst, solltest du auch mal gucken, um was es überhaupt geht. Ja, Peach wird mal wieder entführt, denke ich. Ja, fast. Die Grafik ist schon geil, finde ich. Also ich finde die Grafik grafisch. Du wolltest doch alle außer Cappy sprechen und ja, ich weiß, dass der erst noch kommt. Das heißt, du hast gerade schön deine erste Synchronisation verkackt. Achso, ich hab gedacht, die Charaktere an sich sprechen. Nö. Ja gut, dann hab ich jetzt Pech gehabt. Was? Dann darf ich jetzt die Mütze spielen. Nein! Du sagst, ja okay, die Mütze darfst du spielen. Darauf können wir uns einigen. Und du hast schon das nächste verkackt. Hallo, du bist dran. Ich bin aber eifersüchtig. Ich will mir nie wieder einen Synchronsprecher. Du bist immer eifersüchtig. Und du sollst nicht schlau sein. So, siehst du, die Mütze kannst du ruhig sein. Jetzt haben wir... Ist gerade schon kaputt? Nee, die wurde nur zertreten. Aber das macht Schlocken nichts aus. Achso, dann bin ich ja jetzt weg. Ja, die Mütze bin ich. Darauf können wir uns einigen, stimmt's? Guck mich nicht so behindert an, als würdest du gerade smoken, obwohl du gerade smokst. Ich bin tot, ich bin die Mütze. Ach stimmt, du kannst hier gar nicht mehr reden. Ich bin ja tot, ne? Das muss man immer mit also, erstmal eine Warnung, wer das Spiel ernsthaft sehen will... Lass bei mir ein Abo da! Nein, lass mich... Videos folgen bald, wenn ihr das Spiel ernsthaft sehen wollt. Aber, wenn ihr das Spiel ernsthaft sehen wollt, nicht bei mir gucken. Meine Synchronisationen werden toll wie immer. So, jetzt stehe ich auf. Ich bin halt ein Gangster. Ja, das ist ein Nessie, das war ich nicht. Ach, du bist ein Gangster, der war echt gut, Digga. Wow, ich kann so schnell rennen schon. Wie gesagt, ich habe ein Nessie, das ist nicht bei dir gucken. Ich splitz ja durch. Ja, das ist ja schon sehr gut. Deswegen kommt kein Minecraft mehr. Erstmal kommt nicht mehr viel Minecraft. Er wird nie wieder Minecraft spielen, habt ihr es gehört? Nein. Also, ihr habt die ersten paar Teile Trash Time of the Wild Let's Plays hochgeladen. Ja. Aber das Spiel hatte ich auch nicht so viel Bock drauf wie hier. Hallo, Ibims! Ich hab gesehen, was passiert ist. Bist du tot? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte! Bitte schau bei mir! Hau aus meinem Video ab! Ja, und meine Schwester wurde gekidnappt, aber das ist mir scheißegal. Bitte sei tot! Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und einen Fettsack hinterher, der soll mal weniger Megasamen haben. Du verstehst gegen die erste Regel. Junge! Halt dich raus! Okay, was war das? Oh mein Gott! Junge, was hab ich denn beide gerade mein Video? Die ganze Flotte ist kaputt, aber. Ach, kack drauf, bitte sei tot. Also, wir sollten eigentlich im Nachbarland noch ein Schiff finden. Und von der Spitze von dem Turm komme ich hin. Aber da sind halt die Magus-Schergen, ne? Der Typ arbeitet für Magus, der will Burger King ausschalten. Warte, also. Wir sind ja auch beide von Burger King, ne? Also sollten wir uns zusammentun. Mal sehen, ob wir. Dings und Dings aus der Klemme helfen können, ja. Ja, sieht perfekt aus. Ja, nicht dein Stil. Boah, sei nicht so ein wählerisch, du Spasti. Und Cappy entwickelt sich zu... Nein, ich sag direkt, bei denen spreche ich. Kann ich doch nichts für, dass du deine Synchronisation verschissen hast. So, Cappy ist jetzt mein Begleiter.
Und mit Y kann ich ihn auch gleich werfen. Hui, Pam. Los, ist die Laterne. Jetzt ist die Laterne männlich. Hier, ihr seht schon, im Moment ist hier noch nicht so viel. Ich hab, Moment, gesagt, wenn ich es noch gut. Hier ist schon das erste Hochzeitsplakat von Bowser und Peach, weil die Story, wie man vielleicht schon bemerkt hat, sehr toll ist. Oh mein Gott, das sieht stylisch aus. Ich kann einfach nicht mal erklären, was ich meinte, als ich sagte, dass du die erste Regel von Mario Odyssey fallen. Nein! Das tust du nicht, das ist mein Video. Aber da müssten die Spieler auch was unter anderem auf der Rückseite der Verpackung stehen. Da steht echt drauf, dass dann eine der Sprachen, die da rausgekommen ist, werden muss, um einen guten Spielgenuss zu haben. Kann ich doch! Lesen muss. Und rat jetzt mal warum. Genau, damit man die Story nicht verfolgen kann. Hey, kann ich doch, und man kann die Texte ja lesen. Ui. Kann man nicht, wenn man von dem Gelaber abgelenkt wird. Man kann mich auch einfach leise schalten. Bitte nicht leise schalten! So, jetzt nicht. Jetzt bin ich gleich mal voll mit Ruß. Das ist witzig, weil ich bin jetzt hässlich. Ruß ist Asche. Sozusagen. Pam Rombo Combo. Beyblade. Warte, wie ging der Move? Ja, genau so. Los, los, los! Hier gibt's halt jetzt noch nicht so viel. Warte, einen Move will ich testen. Ja, Logo, gibt's den und den gibt's auch. Gut, ich spiele das Spiel halt zum ersten Mal, deswegen kann ich das noch nicht alles. Der hat irgendwas. Die Megaschergen kann man von hier aus sehen, aber ich kann nur hier rumschweben und denen zugucken. Willst du zum Hutturm? Der Eingang ist da lang. Nee, weißt du, ich will zum Burger King. Ich hab grad echt voll Bock drauf. So, dann geht's weiter. Warte, ich will noch mal kurz. Ja. Ich muss natürlich erstmal mit der Steuerung mich einspielen. Also nicht erwarten, dass ich direkt Höchstleistung bringe. Bam, easy. Da gibt es auf die Schnauze. Ja, ich manipuliere die Kamera. Gute Arbeit, wie immer bin ja auch ich. Ui. Oh mein Gott, riesige Winz-Gumbas. Bam. Krepiert in der Hölle. Hallo, liebe uns. So, jetzt geht's los. Im Inneren vom Hutturm. Dann fresst hier noch alle meine Mütze. Mario ist ein Beyblade, wie ihr schon seht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man noch ohne die Rollen schneller laufen kann, als ich die ganze Zeit mache. Bin halt kein Profi. Hey. Das sieht hoch aus. Wirf mich mal auf den Frosch. Oh Gott, sieht der hässlich aus. Weißt du eigentlich, dass du schon 180 Münzen oder so haben könntest? Na toll. Ah ja, ich spiele das Spiel übrigens nicht ganz 100%. Ich werde versuchen, alle Monde zu sammeln, aber ich werde vermutlich nicht alle besonderen Münzen sammeln, die es in dem Spiel gibt. So. Und jetzt... Komm, und ich sagte eigentlich am Anfang, du sollst dich aus meinem Video raushalten. Was sagst du da? Ich sagte das direkt vom Video, dass du dich raushalten sollst, wenn du mir zugucken willst. So. Weil meine Witz immer schlecht findest. Du findest mich. Oh nein, ich hab's gesehen, ich sehe es schon. Mein Video ist gerade hängen geblieben. Also, ich mache jetzt nochmal hier kurz Pause, vielleicht klappt es dann wieder. So, da ist die Szene jetzt ewig hängen bleiben würde und ich auch nicht gescheit diesen Part weitermachen kann, war es das mal mit dem ersten Part. Ich werde direkt von dieser Szene aus den nächsten beginnen. Aber wenn euch der Anfang gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich glaube, Mario dehydriert gerade. Hier. Und ciao.